Ich nutze schon des Längeren smarte Heizthermostate, aber da die Energiepreise ja im Moment durch die Decke gehen, ist der Wechsel von alten Thermostaten auf neuere und vor allem smarte nur mehr als sinnvoll. Ich zum Beispiel habe nach der Umstellung im ersten Jahr von meinen alten auf vollautomatisierte Thermostate ca. 300 Euro an Gaskosten gespart. Und das war noch vor dem Preiszuwachs. In diesem Video will ich euch deshalb das neue Thermostat i1 aus dem Hause Arcara vorstellen und euch durch die sehr einfache Installation und Konfiguration führen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Arcara, die mir dieses Thermostat zur Verfügung gestellt haben. Neben einem Farbdisplay hier vorne und einer angegebenen Batterielebensdauer von ca. einem Jahr verwendet das i1 das Zigbee 3.0 Protokoll, was viele von euch wahrscheinlich von anderen smarten Geräten oder Herstellern schon kennen. Ich persönlich verwende aktuell Zigbee QMQTT, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Herstellern und Open Hub zu ermöglichen. Dazu habe ich auch schon ein spezielles Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich hier oben. Dieses System bringt dann den Vorteil, fast alle Geräte namenhafter Hersteller ohne deren eigenen Hubs verwenden zu können. Mit Meta soll sich das ja in naher Zukunft ändern. So seid ihr dann in der Lage, mit zum Beispiel so einem Arcara Hub hier auch IKEA-Geräte oder Philips Hue-Lampen steuern zu können. Dazu müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden, da gerade erst Meta 1.0 gelauncht wurde. Deshalb verwenden wir heute auch einmal das hauseigene Hub, und zwar ist es das Hub M2 von Arcara, welches übrigens auch Meta-fähig sein wird. Zudem werden wir aber dann auch das Thermostat wie üblich mit Zigbee QMQTT konfigurieren, wo es natürlich auch unterstützt wird. Aber zuerst schauen wir uns das Thermostat etwas genauer an und installieren dieses dann hier hinten an meinem Heizkörper. In der kleinen Box hier befindet sich eigentlich nicht recht viel, natürlich das Thermostat und einige Adapter, die es euch dann ermöglicht, das Thermostat selber an so fast alle Heizkörper zu installieren. Und natürlich eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung, die wir uns sehr sorgfältig durchlesen. Bei der Verarbeitungsqualität kann ich keine negativen Punkte feststellen. Was mir hier aber sehr gut gefällt, ist das haptische Feedback, das man bekommt, wenn man hier den Drehkranz betätigt. Ich weiß nicht, ob man das gut hören kann. Das ermöglicht euch dann natürlich festzustellen, inwiefern oder wie weit ihr die Temperatur verdreht bzw. eingestellt habt. Zudem befindet sich unter dem Drehkranz noch ein Push-Button, welcher verschiedene Funktionen hat, wie zum Beispiel Long Press, Short Press, ihr könnt hier zweimal drauf drücken. Wir werden später noch in Zigbee QMQTT sehen, wie wir das Ganze dann einbinden können bzw. in Regeln verwenden können. Standardmäßig ist das hier so eingestellt, dass ihr hier mit Double Clicks oder Long Press die Kindersicherung ein- oder ausschalten könnt und zwischen verschiedenen Modulen wechseln könnt. Außerdem wurde hier hinten ein sehr stabiler Aluring verbaut. Bei vielen anderen Herstellern wird hier meistens ein bisschen gespart, wo dann einfach ein Plastikring verwendet wird. Das erschwert euch dann natürlich, das Heizthermostat stabil an euren Heizkörper befestigen zu können. Um die Batterien wechseln zu können, drückt ihr hier einfach hinten auf den hinteren Kranz drauf, dreht ihn ein bisschen und dann könnt ihr das komplette System hier rausziehen. Habt dann hier eben die zwei Mignon-Zellen drinnen, die man ganz bequem auswechseln kann. Wie gesagt, ich kann hier keine negativen Punkte feststellen. Mir gefällt die Verarbeitungsqualität wirklich sehr gut. Und ich würde sagen, wir installieren das jetzt einfach hier hinten am Heizkörper und schauen dann, wie einfach sich das Ganze anbringen lässt und wie einfach sich das Ganze dann auch in der App bzw. in Zigbee QMQTT installieren lässt. So, im nächsten Schritt installieren wir dann das neue Thermostat. Um das alte Thermostat zu entfernen, nutze ich hier so eine Rohrzange. Schraube hier einfach diese Mutter auf. Und schon geht das alte Thermostat runter. Auf was ihr jetzt achten solltet, ist die Öffnung eures alten Thermostats. Wie ihr sehen könnt, ist das bei mir dieselbe Öffnung bzw. derselbe Anschluss. Falls es bei euch anders aussieht, nutzt einfach einen dieser mitgelieferten Adapter. Wie gesagt, bei mir passt es aber soweit. Dann führe ich einfach das neue Thermostat hier ran. Schau, dass das einigermaßen gerade sitzt. Ziehe dann hier diese Mutter an.
Wie gesagt, ihr müsst darauf achten, dass ihr das gerade anschraubt. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen locker und ziehe dann hier diese Batterielasche raus, um eben zu sehen, wie das Display gedreht ist. Dann sehen wir, das Ganze steht jetzt hier auf dem Kopf. Deswegen müssen wir das Ganze hier so drehen. Dann passt es. Ihr könnt hier auch nochmal den Knopf betätigen bzw. das Drehrädchen. Dann seht ihr auch, wie das Display ausgerichtet ist. Dann zieht ihr hier einfach diese Mutter an. Ich überprüfe das jetzt nochmal. Ich nehme dann wieder meine Rohrzange zur Hand und schau, dass das Display dann gerade bleibt. Ihr könnt hier schon kräftig anziehen, aber nach fest kommt ab, also passt hier ein bisschen auf. Aber das ist sehr stabil gebaut. Und im nächsten Schritt können wir das Thermostat dann kalibrieren, indem wir hier einfach dreimal auf diesen Button drücken, und zwar sehr schnell. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, dann fährt im Endeffekt der Nippel raus, misst den Weg und fährt wieder rein, und schon ist das Thermostat dann perfekt kalibriert. Wir können das Ganze dann aber auch natürlich noch in der App kalibrieren. Dazu kommen wir eben jetzt gleich, wie wir das Thermostat dann in die Arcara App einpflegen. Da das Thermostat natürlich von Haus aus nicht smart ist, müssen wir das Ganze mit der App verbinden bzw. mit Zigbee2MQTT. Im ersten Schritt zeige ich euch, wie wir das Ganze eben mit der Arcara Home App verbinden. Ich nutze dazu das Arcara Hub M2, das eben auch Meta-fähig ist und somit auch zukunftssicher. Als allererstes müssen wir uns hier die Arcara App runterladen. Dazu gehen wir in den App Store bei Apple und den Google Play Store bei Android. Dann suchen wir hier nach Arcara. Dann poppt hier auch schon die Arcara Home App auf. Das ist diese. Diese ladet ihr euch dann runter. Ich öffne jetzt diese mal. Und ich habe hier eben schon das M2 Hub verbunden. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, das ist in wenigen Schritten konfiguriert und auch hier in die App dann eingebunden. Im nächsten Schritt gehe ich hier oben auf das Plus und gehe auf Add Accessory. Dann suche ich mir hier das Thermostat raus, das ist hier unten bei Air Treatment. Klicke dann auf Smart Radiator Thermostat E1, wähle hier eben meine Bridge bzw. mein Hub aus. Jetzt muss ich hinten auf dem Thermostat für 10 Sekunden auf den Button drücken, das mache ich jetzt mal kurz. Das blinkt dann auch kurz. Dann bekommen wir auch die Nachricht vom Hub, dass das Thermostat erfolgreich verbunden wurde. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis die 25 Sekunden abgelaufen sind, und dann können wir das Thermostat hier in die App einbinden. Jetzt kann ich hier einen Namen vergeben. Ich wähle hier eben Büro Heizung aus, gehe hier auf OK. Dann meine Location ist natürlich auch im Büro, gehe hier auf Next. Dann können wir das Ganze nochmal überprüfen und gehe hier auf Done. Hier bei Icon könntet ihr noch ein anderes Icon wählen, aber das passt eigentlich so voreingestellt. Jetzt, wenn ich rüber swipe in mein Büro, dann sehen wir, dass ich hier mein Hub drin habe und natürlich mein Thermostat. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann seht ihr, die aktuelle Temperatur ist mit 20,5 Grad eingestellt. Hier werden wir dann gefragt, ob wir einen externen Temperatursensor verbinden wollen. Da gehe ich jetzt hier mal auf Cancel. Das ist meiner Meinung nach sehr sinnvoll. Also falls ihr zum Beispiel vom Arcara einen kleinen Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor habt, dann könnt ihr den hier ganz einfach verknüpfen. Hier beim Mode können wir zwischen Manual und Antifreeze wählen. Temperatur können wir hier natürlich einstellen, wenn ich jetzt hier einfach mal auf 23 Grad gehe, und dann überprüfen wir das hinten kurz auf dem Thermostat selber. Wenn ich jetzt hier kurz drehe, dann sehen wir, es war auf 23 Grad eingestellt. Das Display geht auch nach ein paar Sekunden, ich glaube 2 Sekunden sind es, geht das Display wieder aus, um eben die Batterie zu sparen. Hier bei Smart Schedule habt ihr die Möglichkeit, ein Programm bzw. einen Zeitablauf zu generieren. Das ist dann sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel
in die Arbeit fährt oder in Urlaub fährt, dann könnt ihr hier einfach Smart Schedule machen. Stellt hier verschiedene Zeiten ein, zum Beispiel bis 8 Uhr 20 Grad, ab 8.30 Uhr dann auf 17 runter und um 16 Uhr zum Beispiel soll es dann wieder auf 21 Grad hochfahren. Das ist auch ein sehr nützliches Feature. Dann könnt ihr hier den Batteriezustand überprüfen. Der hat jetzt bei mir natürlich noch 100%, da wir das gerade installiert haben. Und ganz unten sehen wir dann noch einen Button Stop Heating. Der ist dann nützlich, falls ihr zum Beispiel in den Urlaub fährt oder für längere Zeit nicht zu Hause seid. Dann klickt ihr hier einfach auf Stop Heating und das Thermostat fährt die Temperatur auf eine voreingestellte Temperatur herunter. Hier oben bei den drei Pünktchen habt ihr noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt hier natürlich den Namen, die Location verändern, ihr könnt das Hub wechseln. Dann haben wir hier unter More Settings die Möglichkeit, den Child Lock zu aktivieren. Der ist dann nützlich, falls ihr verhindern wollt, dass das Thermostat andauernd betätigt bzw. verstellt wird. Wenn wir jetzt hier einfach mal auf Child Lock gehen und dann gehe ich hinter in das Thermostat und drehe dann hier auf den Button, dann kann ich das Ganze nicht verstellen. Also es bleibt dann so voreingestellt, wie es in der App eben eingestellt wurde. Das könnt ihr aber auch auf den Button dann selber ein- bzw. ausschalten. Ich glaube, das waren zwei Klicks, dann aktiviert man das Ganze. Ich stelle das jetzt aber wieder aus. Hier bei Anti-Freeze Mode habt ihr dann die Möglichkeit, eine Temperatur einzustellen, wo gewährleistet wird, dass das Wasser im Heizkörper nicht friert. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, eben den externen Temperatursensor zu koppeln. Hier haben wir eine Window Open Detection, das bedeutet, falls eine Zugluft bzw. eine große Temperaturdifferenz registriert wird, dann fährt das Thermostat automatisch die Heizung runter. Dann können wir natürlich hier noch das Thermostat selber kalibrieren. Falls ihr zum Beispiel 18 Grad eingestellt habt und der Raum ist mega heiß und der Heizkörper ist mega heiß, dann hat etwas mit der Kalibrierung nicht funktioniert, dann könnt ihr das hier nochmal manuell machen. Und dann haben wir hier noch Find Device und Valve Inspection. Weiter unten haben wir dann noch die Möglichkeit, Automationen zu erstellen oder Szenen zu erstellen, was passieren soll, wenn dies oder das ausgelöst wird. Das kennt ihr ja von anderen Automationen schon. Eine Log-Datei haben wir, das finde ich sehr nützlich. Hier können wir nachschauen, wann wurde die Temperatur verstellt und auf wie viel Grad. Dann können wir hier das Thermostat noch ersetzen. Hier können wir eine Device Group erstellen mit anderen Thermostaten. Dann können wir das Zigbee-Signal überprüfen. Und ganz unten haben wir dann noch die Funktion, das Thermostat zu löschen. Das benötigen wir jetzt gleich dann, wenn wir das Ganze in ZigBee MQTT einbinden. Das ist leider nicht möglich, so ein ZigBee-Gerät gleichzeitig mit einem Hub und eben mit meinem ZigBee-Stick oder mit ZigBee MQTT zu betreiben. Deswegen müssen wir das hier jetzt gleich wieder löschen und dann können wir das neu an meinen ZigBee-Stick anbinden. Ich finde aber, dass die App bzw. das Thermostat super gut funktioniert. Es sind alle Funktionen da. Ich hatte bisher keine Crashes, also die App stürzt nicht ab, die ist stabil. Wie gesagt, ich habe hier keine Beanstandung und ich finde es sehr gut, wie sich das Ganze handhaben lässt. Normalerweise wisst ihr ja, ich nutze keine Cloud-Services bzw. keine Hubs. Hier ist es aber so, dass wie gesagt jetzt bald Meta kommt und dann ist das Ganze auch durch das M2-Hub Meta-fähig. Und wir können das Ganze dann auch lokal betreiben, haben keine Verbindung zur China Cloud und funktioniert eben dann wie gesagt lokal und ist dann auch sehr einfach in den Open Hub einzubinden. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen warten, bis das Ganze dann stabil läuft bzw. bis die ganzen Codes veröffentlicht wurden, um das Ganze dann eben zu registrieren. Das war jetzt der erste Teil, die Anbindung mittels des hauseigenen Hubs. Und jetzt löschen wir das Device hier kurz und dann verbinden wir das Ganze mit ZigBee MQTT. Da bekommen wir dann auch wieder eine Nachricht. Jetzt haben wir das Ganze entkoppelt von dem Hub und können das auch wieder dann mit ZigBee MQTT neu verbinden. So, und im nächsten Schritt verbinden wir dann das neue Thermostat hier mit ZigBee MQTT.
Jetzt kommt es darauf an, ob ihr das so wie ich gemacht habt. Also ihr habt das Thermostat erst in der Arcara App bzw. mit dem Hub verwendet. Dann müsst ihr jetzt die Batterien für ca. 30 Sekunden aus dem Gerät entfernen und dann wieder einsetzen. Nur so können wir dann das Gerät mit ZigBee MQTT verbinden bzw. kalibrieren. Wir müssen natürlich die Kalibrierungsfahrt hier in ZigBee MQTT auch durchführen. Falls ihr das Gerät das erste Mal nutzt, dann könnt ihr das ganz normal binden, eben indem ihr 10 Sekunden auf den Button hier drauf drückt. Ich habe das schon gemacht, ich habe die Batterien schon einmal rausgenommen und kann jetzt damit beginnen, das Ganze in ZigBee MQTT einzubinden. Als allererstes gehen wir aber hier erstmal auf zigbee2mqtt.io, dann hier auf Devices und dann geben wir hier oben Arcara ein, um eben zu sehen, ob das Gerät überhaupt einwandfrei unterstützt wird. Dann scrollen wir ein bisschen runter. Dann sehen wir hier schon Arcara Smart Radiator Thermostat i1. Gehen wir drauf und dann können wir hier bei Exposes überprüfen, welche Funktionen hier in ZigBee MQTT gegeben sind. Grundsätzlich sind hier eigentlich alle Funktionen gleich wie in der App. Wir können hier natürlich die Temperatur verstellen, wir können zwischen Manual, Away und Auto wählen, wir können die Kindersicherung einschalten. Dann haben wir auch den Batteriezustand bzw. den Batteriestand und die Linkqualität. Um das Ganze jetzt eben einzubinden, müssen wir das Gerät in den Join-Modus versetzen. Da gehe ich als allererstes mal hier auf meine ZigBee MQTT-Instanz. Jetzt kommt es darauf an, ob ihr das so wie ich hier im Frontend, also in der Web-UI, bedient oder in der Textfile. Ich in meinem Fall habe das so voreingestellt, dass fremde Geräte nicht automatisch joinen können. Deswegen muss ich hier auf Anlernen aktivieren klicken, um das zu gewährleisten, dass neue Geräte hinzugefügt werden können. Das mache ich jetzt mal kurz. Dann haben wir 4,5 Minuten Zeit, um das Gerät zu binden. Dann gehe ich zu meinem Thermostat und klicke hier 10 Sekunden drauf, bis der grüne Kreis hier wieder blinkt. Genau, das Gerät ist jetzt im Join-Modus und sollte dann hier hinzugefügt werden. Ihr seht, Device Joined, Starting Interview, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Je nachdem, wie schnell bzw. wie gut euer USB-Stick ist, mit dem ihr ZigBee MQTT betreibt, kann das ein paar Sekunden dauern, bis das hier einwandfrei eingepflegt wurde. Wie ihr sehen könnt, war das Interview erfolgreich und wir haben hier unser neues Gerät, unser neues Thermostat. Das erste, was ich grundsätzlich immer mache, ist hier erstmal einen neuen Gerätenamen zu vergeben. Dann gehen wir hier drauf, dann gehen wir hier auf den blauen Button und dann vergebe ich hier einen Namen, Büro Thermostat, gehe hier auf Gerät umbenennen. Ich kann hier auch Anlernen wieder deaktivieren. Dann gehe ich auf Gerät. Und dann sehen wir, dass wir hier einen vernünftigen Namen angezeigt bekommen. Und wenn wir jetzt mal kurz drauf gehen und auf Details, dann sehen wir, dass wir hier noch keine Verbindung bzw. noch keine Werte bekommen. Wir müssen als allererstes mal das Thermostat wieder kalibrieren. Das haben wir ja vorhin schon in der Arcara Home App gemacht. Genauso müssen wir das jetzt hier machen. Dazu klicken wir einfach dreimal kurz auf den Button, um dann die Kalibrierungsfahrt zu starten. Das mache ich jetzt mal kurz. Jetzt kalibriert sich das Ganze. Es dauert auch wieder einen kurzen Moment. Und schon bekommen wir hier auch die Werte ausgegeben. Falls es bei euch noch nicht funktioniert, müsst ihr erstmal auf Einstellungen spezifisch gehen und hier die Thermostat-Unit auf Celsius stellen. Aber wie wir sehen können, hier bei Details, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal 18 Grad eingebe, und dann kontrollieren wir das mal kurz, klicke ich einfach kurz drauf, ist jetzt aktuell noch nicht übernommen, stellen wir mal auf 20 Grad, dann bekommen wir hier die 20 Grad. Hin und wieder dauert es beim ersten Mal einen kurzen Moment, wenn ich jetzt hier nochmal 18 Grad eingebe, dann sollte das jetzt auch am Thermostat sein. Genau, jetzt haben wir 18 Grad und die Kommunikation passt. Natürlich könnten wir jetzt hier auch einige Einstellungen vornehmen. Meiner Meinung nach macht es aber keinen Sinn, da wir das Ganze in OpenHub einbinden wollen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das Ganze in OpenHub einzubinden. Einmal die übliche Variante
mit MQTT. Die zweite Variante nutzt natürlich auch MQTT, aber mit dem Home Assistant Auto Discovery. Das finde ich meistens eine einfache Möglichkeit, da man die verschiedenen Channels nicht eigens anlegen muss, sondern das Ganze wird eben automatisch generiert und automatisch eingebunden. Um das hier einzustellen, müsst ihr hier oben auf Einstellungen gehen, dann hier auf Home Assistant Integration und hier geht ihr dann auf Submit bzw. stellt erst hier Home Assistant Advanced ein, dann gebt ihr hier ein Topic ein und geht auf Submit. Ich habe das in der Textfile schon so angelegt, dass ich einfach Home Assistant auf True gesetzt habe. Somit habe ich hier die Auto Discovery Funktion schon aktiviert. Bei Geräte gehen wir dann wieder auf das Thermostat, gehen dann hier auf das normale Einstellungen, gehen dann ganz runter und dann sehen wir hier schon Home Assistant, Home Assistant Name und da können wir dann einen Namen vergeben. Ich gebe hier jetzt wieder Büro Thermostat ein. Gehe dann hier auf Submit und kann ich hier wieder auf Details gehen. Um das Ganze jetzt zu überprüfen, öffne ich hier mein MQTT FX, ob überhaupt Daten ankommen bzw. ausgesendet werden. Ich verbinde mich mit meinem Broker, dann gehe ich hier auf Subscribe, scanne das Ganze. Und dann scrollen wir ein bisschen runter, bis wir bei Zigbee sind. Hier sind die ganzen Auto-Discoveries, also die Home Assistant-Discoveries. Dann sollte hier eigentlich meine Zigbee-Devices stehen. Jetzt kann ich hier kurz mal die Temperatur verändern auf 19 Grad. Und dann bekommen wir das hier auch schon angezeigt, das Thermostat. Wenn ich jetzt hier nochmal auf 21,5 Grad gehe, dann sehen wir, dass ich hier die ganzen Informationen bekomme. Somit passt die Kommunikation und wir können das Ganze in OpenHAB einbinden. Wie gesagt, meistens nutze ich eigentlich die normale MQTT-Funktion. Hier bei diesem Thermostat nutze ich jetzt aber einfach die Auto-Discovery-Funktion. Ich schließe jetzt ein kurzes Programm hier, gehe dann auf meine OpenHAB-Instanz, gehe hier natürlich auf Settings, auf Things. Normalerweise könntet ihr hier schon die Inbox nutzen. Meiner Meinung nach ist das aber übersichtlicher, wenn ihr hier auf das Plus geht, dann MQTT eingebt und dann tauchen hier auch schon die automatisch gefundenen Devices auf. Ihr seht dann hier auch schon Büro Thermostat. Gehe ich dann drauf, dann vergebe ich hier noch einen schöneren Namen, schreibe ich hier noch ein Leerzeichen rein und gehe hier auf OK. Wenn wir jetzt dann nach Büro Thermostat suchen, dann dauert es wieder einen kurzen Moment, bis das Ganze dann hier eingebunden ist und bis alle Channels hier aktiv bzw. Richtig erstellt wurden. Im nächsten Schritt gehe ich dann hier einfach auf das Modell und erstelle mir hier bei meinen Testgeräten einfach mal ein neues Equipment from Thing. Dann wähle ich hier natürlich das Bürothermostat aus. Das sehen wir hier schon. Es ist immer noch unknown, aber das wird sich bald ergeben. Dann vergebe ich hier die Kategorie Radiator. Das lasse ich auf Equipment. Und hier verknüpfe ich dann die Items bzw. die Kanäle, die ich auch wirklich benötige. Die Voltage benötige ich nicht. Ob das Thermostat kalibriert ist, benötige ich auch nicht. Die Preset-Temperatur benötige ich in meinem Fall jetzt auch nicht. Valve Detection auch nicht. Den Child Lock will ich schon haben. Da gebe ich hier einfach Kindersicherung ein. Und hier nennen wir den Boy. Dann Thermostat-Batterie wollen wir natürlich auch haben. Dann vergebe ich hier Battery als Kategorie. Linkqualität ist auch sinnvoll. Können wir hier Quality of Service eingeben. Hier haben wir dann den String, der wird meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll ausgegeben. Der wird einfach nur Büro Thermostat und dann weiß man nicht, was das Ganze hier ist.
Das füge ich einfach mal standardmäßig hinzu. Hier haben wir dann noch einen Kanal, der uns wiedergibt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Das vergebe ich jetzt einfach mal Fensterzustand als Namen und hier dann Window. Das ist ein Switch. Dann wollen wir natürlich die aktuelle Temperatur haben. Dafür gebe ich auch Temperatur als Kategorie. Hier bei dem Mode, den wollen wir natürlich auch einstellen, ob wir heizen oder ob wir das ganze Gerät ausschalten. Thermostat-Modus. Da gebe ich Settings ein und dann das Wichtigste wahrscheinlich hier den Setpoint. Thermostat Setpoint. Hier machen wir auch Radiator. Und hier unten haben wir dann noch die Window Detection, die können wir ein- und ausschalten. Da vergebe ich jetzt den Namen Fenster. Hier wieder Window und dann gehen wir Add to Model. Es dauert dann einen kurzen Moment und dann sollten wir hier ein neues Equipment bekommen. Genau, das wurde gerade erstellt. Wenn ich jetzt hier einfach mal drauf gehe, dann sollten wir hier den Batteriezustand bekommen. Wir sind hier immer noch unknown. Falls es bei euch auch der Fall ist, dann geht einfach kurz zurück auf das Thing. Gebt hier Büro-Thermostat ein, geht kurz drauf, geht hier auf Disable, auf Speichern, auf Enable, Speichern und dann gehen wir kurz zurück auf das Modell und dann sollte sich das Ganze eigentlich auch aktivieren. Jetzt drehen wir kurz nochmal am Thermostat selber. Und dann bekommen wir hier auch schon die Prozentzahl von der Batterie ausgegeben. Wir verwenden hier den internen Sensor. Die Fenstererkennung ist eingeschaltet. Hier haben wir dann den Fensterzustand, der ist natürlich auf aus, weil wir keinen Fenstersensor angeschlossen haben. Die Kindersicherung ist auch ausgestellt. Linkqualität haben wir 57. Temperatur im Büro sind aktuell 24,6 Grad. Das kann ich jetzt mal kurz mit einem anderen Thermostat überprüfen. 24 Grad, also es passt soweit. Thermostatmodus ist hier auf Heat gestellt. Das können wir hier natürlich auch auf Off stellen. Und der Setpoint ist aktuell auf 22,5 Grad. Hier können wir natürlich jetzt verschiedene Widgets anlegen. Wenn ich jetzt einfach mal kurz hier ein neues Widget anlege, dann gehe ich hier auf Default Standalone Widget. Wähle dann hier oben Slider aus. Slider Card, dann haben wir hier natürlich das Item drinnen. Minimale Temperatur sind 5 Grad, maximale sind 30. Steps lasse ich frei. Display Scale schalte ich hier ein. Dann wähle ich hier noch die Unit in Grad Celsius. Und das war es dann eigentlich soweit. Hier könnte ich dann noch, genau, da machen wir die Display Label noch, dann zeigt es uns an, wie viel Grad wir eigentlich einstellen. Und Send Command on Only on Release stelle ich hier auch noch auf an. Dann gehe ich jetzt hier auf Save. Wenn wir jetzt das Thermostat einfach mal auf 15 Grad stellen, dann dauert es einen kurzen Moment, das können wir dann auch hier hinten überprüfen, bis sich das Ganze hier umstellt. Auf dem Thermostat sind 15 Grad. Das Einzige, was ihr jetzt hier seht, ist, dass sich der Slider noch nicht umgestellt hat. Dazu müssen wir noch eine extra Metadata hinzufügen, und zwar hier das Auto-Update. Gehe ich hier rauf und klicke hier dann einfach das Häkchen an, gehe hier auf Save und dann updatet sich das Ganze hier auch automatisch. Wenn ich jetzt natürlich hier auf dem Thermostat den Drehkranz verstelle, ich habe das Ganze jetzt auf 17 Grad gestellt, dann seht ihr auch hier, dass der Slider auf 17 Grad springt.
Und bei den anderen Items können wir das auch noch ein bisschen schöner machen, wie hier zum Beispiel bei dem Batteriezustand. Gehen wir hier auf Add Metadata, dann auf State Description und dann geben wir hier einfach dieses Pattern ein, gehen hier auf Save, dann bekommen wir das schön in Prozent angezeigt. Und die Temperatur wollen wir natürlich hier in Grad Celsius bekommen, auch wieder hier auf State Description. Und dann wählen wir dieses Pattern, will aber nur eine Kommastelle haben. Und dann gehe ich hier auf Save und dann bekommen wir das Ganze auch hier schön in Grad dargestellt. Also ihr seht, es ist ziemlich einfach, vor allem dann mit der Auto Discovery Funktion. Ich habe hier unten auch noch das Ganze manuell angelegt. Das ist ein bisschen aufwendiger. Es kommt immer darauf an, wie man das Ganze gewohnt ist. Wie gesagt, ich würde es hier beim Thermostat wirklich mit der Auto-Discovery-Funktion machen. Da geht es ziemlich schnell. Also wie ihr sehen könnt, ist die Einbindung und Konfiguration von dem Arcara E1-Thermostat wirklich sehr einfach. Egal, ob ihr jetzt hier die Arcara Home-App mittels des hauseigenen Hubs benutzt oder eben Zigbee2MQTT und das Ganze dann in OpenHub steuert. Ich konnte bei beiden Systemen keine Differenz bzw. keinen Unterschied feststellen. Natürlich ist es aktuell noch so, dass die Arcara App über die Kina Cloud läuft. Das soll sich aber in naher Zukunft ändern, wenn dann mal Meta wirklich draußen ist. Dann können wir dieses Hub auch als Bridge verwenden, als Meta Bridge und können das Ganze dann mittels des Hubs hier in OpenHub betreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da, abonniert natürlich den Kanal und übrigens, ich habe jetzt auch einen Instagram-Account, den blende ich hier unten ein. Vielleicht wollt ihr mir dort auch noch ein Like da lassen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und Servus!